Hallöchen im sehr vernebelten Long Dark, The Long Dark. Beim heute erstmal letzten Part für diese Aufnahme-Session, weil ich will noch ein bisschen raus auf den Balkon und ein wenig das Wetter genießen, ein wenig lesen, entspannen. Was man halt an so einem Samstag macht und wenn es dann draußen zu dunkel und obwohl zu kalt wird es zurzeit ja auch nicht. Eher zu dunkel. Ich habe außer Kerzen nicht wirklich was auf dem Balkon, was Licht macht. Dann gehe ich halt wieder rein und spiele weiter. Das ist der Kreislauf. Ja. Dafür verlasse ich morgen das Haus an einem Sonntag. Das mache ich auch nicht oft. Und gehe hier in Magdeburg. Ist eine Frühlingsmesse in der Festung. Und da dachte ich mir, hey, da kannst du doch mal hingehen. Das ist bestimmt ganz toll. Und da kann ich auch mit Fahrrad hinfahren. Ja. Ich hoffe nur, dass morgen schönes Wetter ist. Das wäre wirklich ein Traum. Ist ja meist. Das war die Woche so. Ich habe mir die Woche eigentlich schon mal einen Tag vorgenommen gehabt, den Balkon zu machen. Weil ich Anfang der Woche, ich glaube am Montag, habe ich die ganzen Blumen und so gekauft, so ein paar. Zu viele nicht, weil es ist ja erstmal Frühling und die überleben sowieso nicht so lang. Okay, ist nachher lang. Und auf jeden Fall, ja. Ah, hier sind auch schon Hasen. Stellen wir sie doch gleich hier irgendwo hin. Vielleicht klappt's ja. Und dann habe ich mich. Ich weiß gar nicht, welcher Tag das war, wo ich mir es schon vorgenommen hatte. Und ja, was war an dem Tag? Hat es geregnet. Und war, glaube ich, der einzige Tag die Woche, wo es irgendwie geregnet hat und schlechtes Wetter war. Aber natürlich den Tag passe ich ab, um mir zu sagen, hey. Man könnte ja mal den Balkon mal. Naja, na, ich gestern. Da ist ein Wolf. Er wirklich spontan gesagt, dass ich den mache. Ja, Hoppelhäschen, hopp. Denn sind die beiden Wölfe. Habe ich jetzt aber gerade Hoffnung, dass wenn wir da oben reinkommen, dass da nicht gleich ein Wolf ist. War das bei der Karl-Herausforderung? Wo war denn das? Doch, bei der zweiten, wo wir ihn hinterherrennen müssen, wo ich auf einmal dieses Gebiet hinten entdeckt habe, waren wir hier oben und da ist uns hier ein Wolf entgegengekommen. Kann ich mich dran erinnern? Deswegen. Und jetzt muss ich auf Krähen aufpassen. Hier läuft nämlich der Bär lang. Den haben wir nämlich schon gesehen. Und das war nicht der Bär, den wir getötet haben. Ich höre ihn. Das sind zwei? Willst du mich verarschen? Oh Gott, könnt ihr vergessen, wir sterben. Wir sterben. Wir sterben. Riss in der Kleidung ist nicht schlimm. Unser Schal. Fuck. Wir haben einen Ersatzschal. Denkt dran, wir haben einen Ersatzschal. Alter, was ist denn das hier für ein. Wir haben einen Ersatzschal. Denkt dran. Und den haben wir getroffen, den Wolf. Der müsste eigentlich sterben. Zwei auf einmal und ich habe schon wieder. Ich habe mir übrigens den Schuss angeguckt. In der Zeitlupe. Das Krasse ist, wir haben den getroffen. Wir haben den so halb über den Kopf am Rücken so halb geschliffen mit dem Schuss. Also es war kein Headshot. Das anscheinend auch nicht. Oh Gott, entschuldige. Das war schon ein Headshot. Oh Gott, diese Waffe, die ist wirklich nicht sehr präzise, wenn ich das mal so sagen darf. Ach Gott, fucken, ey. Entschuldigt. Mich aufrege, sage ich immer böse Wörter. Keine bösen Wörter. Der andere ist noch tot. Das Ding ist, ich will wirklich nur seine Haut haben. Und alles andere lasse ich drin. Weiß, es ist leichte Verschwendung, aber umso sicherer kann ich mir sein, dass erstmal hier keine weiter spawnen werden. Die Hagebutt nehme ich mit. Oh mein Gott, unser Schal. Ich hoffe, wir finden irgendwo einen Stoff. Dass er den Schal rappt. Also wir haben Schals.
Für diesen, genau für diesen Fall. Aber 25% ist schon heftig, ne? Ich glaube, wir haben den sogar erst repariert, wenn ich mich nicht irre. Den Schal. Krass. Oh Gott. Es hätte schlimmer kommen können. Ich dachte gerade, ich muss ehrlich sagen, es gibt Momente, wo ich drauf wetten würde, dass wir sterben. Und das war einer davon. Ich frage mich, warum die nicht gleichzeitig angreifen. In dem Moment, wo nämlich der eine uns angegriffen hat, ist der andere schon fiepend weggerannt. Das habe ich mitbekommen. Und bei dem gerade hatten wir Glück, dass ich geschlichen bin. So, wir müssen Kontenance bewahren und aufpassen. Das hier ist nicht Fledermausland, sondern Bärenland. Oh Mann, schade, dass man da nicht hochkommt. Gerade sieht es gut aus, ne? Oh Gott, puh. Und ich sag noch, da sind Wölfe. Oh. Also, ne, bei der Herausforderung. Das war jetzt kacke. Gerade ist ruhig hier, es gefällt mir ganz gut. Das mit dem Schal gefällt mir gerade gar nicht. Boah, hier sind aber auch ganz schön viele Badflächen, ne? Gott, jetzt bilde ich mir schon Sachen hier ein. Auch gut, auch gut. Schön, schön. Hier sind auch Hasen, das ist interessant. Ich dachte gerade, den Bären gehört zu haben. Der schleicht bestimmt da hinten rum, da wo ich hin will. Was ist das für ein Geräusch? Ist das ein... Das sind Rohrkolben, ich sehe sie. Ist das ein Reh? Ist das, was ist das? Das muss hinter dem Stein hier sein. Kann es nicht einschätzen gerade, was es ist, ne? Das sind Häschen. Oder ein Bär. Alles klar. Okay, dann gehen wir mal. Ich weiß, hier sind noch Badflächen, hier sind Rohrkolben, hier sind hier so ziemlich alles gerade. Das weiß ich alles. Das sind aber alles gerade nicht Dinge, die wir unbedingt brauchen. Und da ist ein Bär. Nur mal so. Das ist der. Das, den habe ich jetzt gehört. Krass. Ich glaube, es war gerade eine Mischung aus Hasen und Bären. Steht da gerade blöd rum? Wir sollen mal ruhig da weiter lang gehen in die Richtung. Dann kann ich wenigstens da zu den Häusern latschen. Also erstmal gehe ich in den Unterstand. Und dann... Der soll uns bloß nicht sehen. Jetzt ist gerade... Der soll da bleiben, wo er ist und nicht wie beim letzten Mal. Ich hätte gerne noch ein paar Stöckchen. Das ist ja aber auch... Nicht gerade ungefährliches Gebiet, ne? Schon. Ist schon. War denn jetzt gerade. Ist schon nicht ohne. Oh nein, jetzt läuft er auch noch zurück. Kacke. Ah, das ist richtig. Kacke. Kann man den von hier oben aus schießen? Der kommt doch hier nicht hoch, oder? Ich hab Bären jetzt noch nicht so oft, Ich hoffe, der spielt unsere Anwesenheit nicht. Der soll mal schön... Die steht tatsächlich im Boden.
Ja, genau. Beste Idee. Ich geh mal lunzen. Wo ist er denn jetzt? Hat er doch wieder umgedreht? Ja, er hat wieder umgedreht. Der darf uns nicht sehen. Weißt du, da liegt eine Leiche. Die liegt da total toll. Freut mich sehr für die Leiche, dass die da liegt. Jetzt dreht er schon wieder um. Und Anna läuft auch gerade wirklich unglaublich schnell. Warum dreht er denn so oft um? Ich hoffe, der sieht uns nicht. Wir kommen hier sonst nicht voran, ne? Der sieht uns, oder? Schnell weg. Kannst du rennen, Anna? Dann renne bitte. Sonst kommen wir da nicht weg. Wenn der immer nur so hin und her tappen ist auf dem See, kommen wir einfach nicht weg. Wir müssen mal Hoffnung haben, dass das Haus da nicht abgebrannt ist. Sieht aber nicht danach aus. Huiuiuiui. Meine Herren. Ganz, ganz unspannend die Sache mit so einem Bär. Sehr schön, liegt auch eine Leiche. Hier liegen zwei Leichen. Okay. Wir haben da 9 Survival-Bogen, das ist ziemlich cool, weil der eine... Oh, noch eine Brechstange. Weil der eine ist schon fast kaputt, der andere ist bei 88% und so müssen wir uns keinen neuen craften, sondern... Ne? Haben schon einen, was ziemlich cool ist. Das sind Krähenfedern. Ich guck mal gerne mal hinter das Haus. So gut. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der Bär auch hier lang kommt, aber ich gehe erstmal... Oh Gott. Oh je, Mine. Oh je, Mine. Oh. Ist hier schon was liegen? Was ist denn das? Eine Sportweste. Die total kaputt ist. Da wäre jetzt meine Frage. Ja, wir können die noch zerlegen. Ein großer... Klar, wir hätten jetzt auch reparieren können, aber mir ist gerade die Sportweste wirklich nicht so wichtig. Mir ist gerade dieser Schal sehr wichtig, der total kaputt ist. So, jetzt ist er auf wieder 90. Oh Gott, das ist ein Traum. Ist noch irgendwas ganz da kaputt gegangen? Oh, die müssen... Oh, wow, 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 wow. Okay, ja, das könnte kritisch werden. Also sollte was davon total kaputt gehen? Hier sitzt eigentlich manchmal eine Leiche, ne? Sollte davon wirklich was richtig doll kaputt gehen? Dann haben wir die Möglichkeit, uns was Neues zu craften. Das wäre jetzt nicht das Ding. Aber ich möchte es ja auch nicht herausfordern. Ich kümmere mich mal kurz um Anna hier. Komm, wir essen mal ein bisschen Hundefutter. So. Das ist auch schon mal weg. Ich überlege, ob ich ein bisschen Holz mitnehme. Zumindest mal eins. So in der Not, dass man ein Feuer machen kann. Sollte uns jetzt ja nicht... Ja, es passt. So, dann haben wir noch die Metallbehälter. Okay. Das sieht ja gerade mega seltsam aus. Ja, wir haben jetzt hier natürlich noch einen Stuhl. 7 Stunden. Wie lange dauert das? Der hat den Stoff, ne? 1 Stunde doch kostet uns das. Ah, das ist so schwer. Wir haben auch gut Stoff und wir hätten Sessel auch in der Nähe. Also in der Not, ja, wissen wir Bescheid, aber gerade eher nicht. So. Ich verlasse mal die Hütte und gehe weiter. Vielleicht schaffe ich es noch bis zum Turm. Ich würde gerne noch bis zum Turm kommen.
Ich weiß auch gar nicht, ob hier noch irgendwas Kleines in dem Gebiet ist. Also ob... Oh, der Nebel ist weg. Soll das eigentlich so ein Plumpsklo sein, ne? Ob jetzt hier vielleicht irgendwo noch eine Höhle ist oder dergleichen, ich weiß es nicht. Kann es auch sein, dass da hinten auch gleich schon wieder ein Bär sein könnte? Ist vielleicht bärenverseucht. Na, wir gucken mal. Also wenn man natürlich von dieser, bei dem Teich, von dieser Jagdhütte aus, von dem Unterstand aus den Bären töten kann, weil der da nicht hoch kann, ne? Und es ist ja auch erhöht, er kann ja auch nicht wie in den Anglerhütten da irgendwie reinhauen, geglitscht mäßig so, ne? Ihr wisst schon, wie ich meine. Dann wäre es natürlich eine gute Möglichkeit, ne? Also... Ist das ein Reh? Ne, ach, das ist ein Schild. Ha, ja. Reh und Schilder. Da ist aber ein Reh. Das könnte bedeuten, dass hier gerade kein Wolf ist. Was ganz geil ist. Dann kommen wir nämlich easy peasy hoch zum Turm. Okay, ich nehme alle zurück. Da läuft ein Wolf. Kann sich aber mal gerne um das Reh kümmern und nicht um uns. Das ist ein Wolf. Scheiße. Fuck. Ich nehme alle zurück. Alle nehme ich zurück. Seht ihr vielleicht das Reh? Wäre ganz geil. Wenn ihr nicht uns sehen würdet, sondern das Reh. Mann, ich dachte immer, also klar, es gibt natürlich Rehe und Wölfe, ne, und die jagen die ja auch, aber oft habe ich das Gefühl gehabt, dass sobald irgendwie ein Reh in der Nähe ist oder Hasen oder so, dass die Wölfe eher ein Stück weiter weg sind oder so. Und ich frage mich jedes Mal, ob das Schild anders aussieht. Da haben wir schon mal was gebrochen, ne, das ist so eine Backstelle. Das sieht ganz gut aus, Leute. Wir schleichen hier mal kurz weg. Ich lasse mal die Leiche da liegen. Heute ist Tag der Leichenignoration. Gibt es das Wort Ignoration? Ich glaube nicht. Ich habe das jetzt erfunden. So, ich gehe jetzt nochmal schweren Schrittes. So, jetzt dürfte uns hier keiner mehr sehen. Alles klar, let's go. Das haben wir gut bewältigt. Da tappeln da noch zwei Wölfe rum. Ätzend. Ich bin froh, dass... Oh Gott. Wir haben uns gerade richtig gut abgepasst mit dem Wetter, ne? Also wenn das zufällig der Kadaver ist... Ich weiß, ich habe die jetzt nicht auseinandergenommen, weil das Wetter... Ich wette mit euch, wenn ich jetzt auch nur das Fell mitnehme... Ist hier gleich Hölle bei dem Wetter. Und das bringt uns gerade nichts. Wir müssen sowieso hier wieder runter, da können wir das mitnehmen. Ist der von hier unten da hochgekommen? Ich hoffe. Ich wollte gerade sagen, zum Glück gibt es hier oben keine Wölfe und auf einmal liegt der da. Das ist der, der uns angegriffen hat. Einer von den beiden, den anderen haben wir getötet. Und der scheint wohl vielleicht hier irgendwie hochgekommen zu sein von da unten. Weil hier unten ist ja das Gebiet. Moment, hier liegt manchmal ein Rucksack, den würde ich gerne mitnehmen. Anscheinend auf Stalker ist hier kein Rucksack. Schade. Krass! Exakt noch, hier sind ja keine Wölfe und dann liegt er da. Aber das ist, denke ich, der, den wir getötet haben. Krass, dass der da so bis dahin kommt. Naja, wir kommen auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall jetzt vor dem Sturm sicher. Also bis zum Turm schaffen wir es auf jeden Fall hoch. Und dann gehen wir dann natürlich unten weiter, gehen zu den Containersachen und könnten dann überlegen.
Ah, der Platz lässt es vielleicht gar nicht erst zu, nochmal zum Damm zu gehen. Ne, dann gehen wir einfach kurz nach links mal weg. Oder unten lang zu gehen, am See lang zu gehen. Bin mir noch nicht sicher. Aber erstmal ab zum Firewatch-Turm hier. Also besser hätten wir es wirklich nicht abpassen können, ganz ehrlich. Bin ich ja sehr froh drüber. Die Hagebutten nehme ich aber erstmal mit. Und hier ist der Kletterpunkt, der uns nichts bringt, weil wir kein Seil haben. So. Vielleicht eine Leiche irgendwo? Ja, nicht so. Schade. Schade, schade. Gehen wir mal hoch. Mal gucken, was uns da oben erwartet. Spiel, Spaß und Freude. Vielleicht Henry oder Delilah. Man weiß ja nie. Ich gehe erst immer hier rum. Liegt da hier manchmal was? Man weiß es nicht. Oh. Okay, also keine Waffe. Ein Buch. Was ist... Ein Seil? Das ist praktisch. Das ist wirklich praktisch. Ich glaube, das mache ich sogar daran. Wir hätten Schweinefleisch mit Bohnen. Das sei es mir gerade noch zu schwer. Ich weiß, dass das, ne? Wir nehmen es dann schon mit, aber gerade... Oh, ja, dich nehme ich gerne. Gewehrpatrone. Das Werkzeug nehme ich erstmal auch. Das ist nichts. Ich dachte, das wäre ein Schleifstein. Das ist nur so eine komische Seife. Eine Baumwollmütze. Ist die besser als unsere? Oder ist das so eine, die wir schon gefunden haben? Mir wurde auch gesagt, ich muss mal hier ein bisschen mehr drauf achten. Das ist richtig. Sieht aber alles noch gut aus. Nee, das ist, glaube ich, so eine, die wir schon gefunden haben. Brauchen wir nicht. Die eher schon. Aha, aha. So, sonst ist hier aber nichts, ne? Außer, dass draußen jetzt wirklich der Sturm wütet. Und wir wirklich keine andere... Na, guck mal einer an. Das ist ja fies. Da gerade nur Heli. Ich dachte ja gerade, da liegt eine Klamotte, aber... Okay, wir haben hier das Seil. Das ist höchst interessant. Ja, dann müssen wir jetzt leider hier den Part beenden. Und dann auch, glaube ich, eine Weile. Ich denke mal, die Nacht müssen wir hier verbringen, hier drinne. Hier drin stürmt es sogar. Aber es soll nicht das Problem sein. Und dann gucken wir mal am nächsten Part weiter. Bringen mal das Seil an, nehmen noch den Wolf auseinander. Und hoffentlich sterben wir nicht. Mein Gott, das war schon wieder viel zu aufregend. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss. Thank you.